Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute endlich meinen Lesemonat für den Juni 2016 für euch. Ich weiß, es ist einige Zeit vergangen, also wir haben hier jetzt den 18. Genau, den 18. Juli. Ich weiß auch noch gar nicht, wann dieses Video endlich hochgehen kann aufgrund meiner Prüfungen. Ich habe heute eine geschrieben, schreibe morgen auch direkt eine und das sind eigentlich auch die zwei schwersten, aber ich wollte dieses Video jetzt unbedingt abdrehen. Zudem ist es hier in Karlsruhe auch ziemlich heiß heute, weshalb ich die Lampen jetzt mal nicht angemacht habe. Ich hoffe, die Beleuchtung reicht trotzdem aus, denn sonst würde ich wahrscheinlich vor Schwitzen kaputt gehen. Aber ich wollte dieses Video jetzt wirklich abdrehen, sonst komme ich da wahrscheinlich nie wieder dazu. Ja, ich habe insgesamt leider nur 4 Bücher gelesen. Das lag aber, wie gesagt, an meiner Prüfungsphase. Im Monat Juni habe ich ja schon damit angefangen, viel zu lernen und alles. Hatte auch Ende Juni schon eine Prüfung, die war zwar nicht so schwer, aber trotzdem. Und ja, insgesamt habe ich 1918 Seiten gelesen, was durch die 30 Tage des Junis 63,9 Seiten, also circa 64 Seiten pro Tag sind. Ist wirklich nicht viel, aber immerhin habe ich es geschafft, wenigstens etwas zu lesen. Wenn ihr euch an mein Want to Read für den Monat Juni erinnert, hatte ich dort auch 4 Bücher drauf. Jetzt könnte man meinen, Nora hat auch wirklich die Bücher geschafft, die sie sich auferlegt hat. Ist leider nicht der Fall. Ja, ich habe nämlich 2 davon geschafft und 2 nicht. Und zwar die ich nicht geschafft habe, sind leider Die Erbin von Simone Ahrenstedt und Der Kruzifixkiller von Chris Carter. Ja, also die muss ich schauen, dass ich die dann einfach nach meinen Prüfungen fertig bekomme und dann hoffentlich umso mehr genießen werde. So, aber fangen wir mal an. Ich muss trotzdem schauen, obwohl es nur für 4 Bücher sind. Angefangen hat mein Lesemonat mit Das Gleismeer von Shaina Mieville. Also es war wirklich gut, dass ich diesen riesengroßen Lesestapel euch gezeigt habe, der mir etwas peinlich war, weil Bücher drauf lagen, die ich vor Ewigkeiten schon angefangen habe. Dazu hat auch dieses Buch gezählt. Ich war da ungefähr bei der Hälfte. Und ja, jetzt bin ich froh, dass ich es fertig gelesen habe. Das war nämlich ein Rezi-Exemplar. Das habe ich rezensiert. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, dann könnt ihr euch gerne die Rezi anschauen. Wenn ich dran denke, werde ich alles, wovon ich jetzt rede, in die Infobox verlinken. Oder in die Infocard. Das habe ich noch nie probiert, aber ich versuche es mal hinzubekommen. Ja, hier geht es eben um den jungen Sham, der in einer etwas anderen Fantasy-Welt lebt. Es geht hier um Züge, die in einer Welt voller Gleise umherwandeln. Und man lebt quasi entweder auf Inseln oder auf diesem Gleismeer auf Zügen. Aber wie gesagt, meine Meinung dazu könnt ihr dann gerne in der Rezension genauer dazu hören. Ich habe dem Buch jedenfalls 3 Sterne gegeben und das hat 398 Seiten und ist aus dem Heine Verlag. Vielen Dank nochmal für dieses Buch. Danach habe ich ein wirklich ganz, ganz tolles Buch gelesen. Den habe ich auch 5 Sterne gegeben. Ich muss gerade nochmal nachschauen, ist doch etwas länger her. Jedenfalls geht es um Menduria von Ela Mang, das ich zusammen mit der lieben Lisa vom Kanal Ex Libris Lisa gelesen habe. Und es hat riesengroßen Spaß gemacht. Wir haben 100 Seiten pro Tag gelesen. Und ja. Also hier geht es um die 16-jährige Lina, die ein relativ normales Leben zusammen mit ihrem Zwillingsbruder, also sie sind zweieilige Zwillinge, führt, bis sie eines Tages einen Wolf sieht, als sie einen Spaziergang quasi macht mit einem Hund, den sie von ihrer Nachbarin immer zum Gassigehen quasi bekommt. Und dann ändert sich auf eine bestimmte Art und Weise ihr Leben. Ich werde jetzt nicht mehr zu dem Buch, zu dem Inhalt sagen, weil doch, es wird schon etwas mehr hier noch genannt, aber ich wusste nicht wirklich viel über dieses Buch, nur dass es eben ein Fantasy-Buch ist, was auch wirklich der Fall ist.
Aber ja, mir hat es wirklich richtig toll gefallen. Ich fand den Schreibstil super und die Protagonistin hat mir sehr gut gefallen. Generell alle Figuren, die hier vorkamen und eine etwas wichtigere Rolle spielten, fand ich einfach nur klasse. Die ganze Idee mit dieser Fantasy-Welt, wie das generell aufgebaut war, habe ich so noch nicht gelesen. Und wenn euch das interessiert, wenn ihr auf Fantasy und Jugendromane steht, dann schaut euch dieses Buch unbedingt mal genauer an. Wie gesagt, ist mein Monatshighlight mit 5 Sternen. Und das Buch hat 374 Seiten. Ja, der lieben Lisa hat das übrigens auch wirklich gut gefallen. Das weiß ich noch. Wir haben beide jeweils immer nur geschwärmt pro Tag davon. Also ist wirklich auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Weiter ging es dann mit meinem zweitliebsten Buch, und zwar war das Runa von Vera Buck. Ich denke, dass ich zu diesem Buch nicht so viel sagen muss. Ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht, weil das ist wieder so ein Buch, von dem ich nicht allzu viel wusste. Nur, dass es eben in einer Psychiatrie für geisteskranke Frauen spielte. Man ging damals noch aus, dass das eben alles mehr oder weniger wegen, ja, der Frau und ihren Eigenarten herkam, dass hauptsächlich Frauen zu der Zeit unter Geisteskrankheiten litten. Ich denke aber, das lag hauptsächlich daran, dass die Frauen, also es spielt eben 1884 in Paris, viel öfter für welche geisteskrank gehalten wurden als Männer, da die Männer ja zu dieser Zeit immer noch etwas dominierender waren. Vielleicht lehne ich mich jetzt auch zu weit aus dem Fenster, nimmt mich da bitte auf keinen Fall zu genau, aber diese Anstalt, um die es hier geht in Paris, ich weiß leider den Namen nicht mehr. Genau, Salpêtrière heißt sie. Und dort ja, leitet, also diese Klinik leitet eben ein ziemlich bekannter Arzt, von dem wir heute auch immer noch sehr viele neue Eindrücke in der Nerven, Kunde, Psychiatrie etc. auf diesem Gebiet eben herausgefunden haben. Charcot heißt dieser Arzt, aber er hat eben an diesen hysterischen Patienten Versuche durchgeführt und sie auch vor seinen Leuten, also vor Publikum quasi vorgestellt und vorgeführt, was schon wirklich ziemlich krass war. Bis plötzlich Runa daherkommt und den ganzen, so mehr oder weniger einen Strich durch die Rechnung, ja, zieht. Es geht dann auch noch um den jungen Doktor, also es ist ein Arzt, der seinen Doktortitel bei dem Dr. Charcot machen möchte. Er heißt Jori, also Johann Richard, kommt aus der Schweiz und ihn verfolgen wir hier hauptsächlich. Wie gesagt, mehr möchte ich hier nicht dazu erzählen, außer dass es ein wirklich sehr düsteres Buch war, das schon krasse Szenen drin hatte, wenn man sich vorstellt, dass sowas früher wirklich mit den Frauen in dieser Klinik angestellt wurde. Aber ja, es hatte zwischenzeitlich so ein paar Längen drin. Mir hat der Hauptdarsteller, es ist schwierig zu sagen, weil an einer Stelle fand ich ihn doch sehr sympathisch noch als Arzt, der in so einer Welt aufwächst und das eben eigentlich nur so kennt, dass man mit Patienten so umgeht, aber er geht dann auch so einen Wandel noch im Laufe des Buches durch. Und ja, also es gibt aber auch eine bestimmte Person, die ich wirklich toll fand. Es war nämlich ein Detektiv, der da auch mitspielt. Also ja, ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben, einfach einen Punktabzug aufgrund der etwas längeren Länge. Aber trotzdem kann ich das Buch wirklich empfehlen. Ich habe mir hier auch so ein paar Sachen noch dazu markiert. Man erfährt wirklich viel aus dieser Zeit. Ich habe dann auch zum Teil einiges recherchiert. Also es ist ein fiktives Werk, aber basiert eben auf diesen historischen Fakten. Und da habe ich dann einiges zu recherchiert und fand es wirklich sehr interessant, generell dieses ganze Gebiet der Neuropsychologie etc. Finde ich echt interessant. Also wenn ihr auch Interesse an so etwas habt, dann kann ich euch Runa wirklich nur empfehlen. Mein letztes Buch war dann wieder ein historischer Roman und zwar von Heidi Rehn, Tanz des Vergessens. Das war ja auch auf meiner Leseliste, genauso wie Runa.
Hier verfolgen wir die junge Lou, die eigentlich Luise heißt. Es spielt kurz nach dem Ersten Weltkrieg, also ja, 1919 steht jetzt hier hinten drauf, aber ich weiß gar nicht, ob das nicht schon 1918 angefangen hat. Naja, jedenfalls eben Anfang 1919 und ja, die junge Lou verliert ihren Verlobten. Jetzt weiß ich seinen Namen nicht mehr. Kurt heißt der, genau. Also Lou verliert ihren Verlobten Kurt in diesem Aufschwung nach dem Ersten Weltkrieg, denn in Bayern wird die Räterepublik gestürzt und es gibt eben größere Revolten etc. pp. Und dort kommt ihr Freund oder ihr Verlobter eben um und sie stürzt sich dann ja in das junge Leben der Bohème, also in diese 20er Jahre, feiert mit Freunden und lässt es sich auch gut gehen, ja, mittels des Geldes eines sehr wohlhabenden Mannes und wird immer so in so weitere Lagen und Sachen verstrickt und ist selbst dann auch ein bisschen wohlhabender und profitiert eben davon. Und ja, wirklich viel Essentielles kann ich über dieses Buch leider nicht erzählen, ohne euch jetzt die ganze Handlung wiederzugeben. Jedoch ist Lou, man könnte schon meinen, ein Unglückskind. Aber auf der anderen Seite ist sie meiner Meinung nach auch sehr naiv. Ich weiß nicht, ob das von der Autorin beabsichtigt wurde oder ob ich das nur so empfinde. Aber ich habe öfter den Eindruck, dass sie eben Dinge begeht, von denen, also die ich in der Situation teilweise nicht nachvollziehe. Natürlich kann ich das wahrscheinlich in keinster Weise tun, da ich nie mit Krieg um mich herum aufgewachsen bin oder damit zu tun hatte. Und da bin ich wirklich sehr glücklich drüber und kann auch sehr dankbar sein. Wahrscheinlich möchte sie sich deswegen so ein bisschen in dieses Leben flüchten, in dieses ja aufschwingende, spritzige Bohème-Leben und ihre Zeit quasi genießen. Das könnte natürlich auch sein. Aber ja, es war mir eben teilweise etwas zu naiv. Aber auf der anderen Seite mochte ich sie auch gerne, weil sie sich dann bei ihrem einen Arbeitgeber sehr gut durchsetzen konnte und dann auch so ein paar Charakterzüge hatte, die ich wirklich toll fand. Aber ja, es war eben so eine Geschichte, die auf der einen Seite sehr interessant war, aber auf der anderen Seite dann auch so ein bisschen sich hingezogen hat und so. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich damit jetzt sagen möchte. Ich habe das Buch nämlich immer noch mit 3,5 Sternen sehr gut bewertet. Also mir hat es allem in allem doch sehr positiv gefallen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt irgendwie komisch rübergekommen ist in dieser Kurzrezension, weil ich möchte auf jeden Fall auch noch mehr von Heidi Rehn lesen. Sie hat wirklich gut recherchiert, wie ich fand. Mir hat gerade diese Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und dann hat man eben noch so etwas später, also hat auch in einem recht großen Zeitraum in Bayern eben gespielt. Man hat dann noch mitbekommen, wie Hitler so angefangen hat, in Bayern seine Zweige zu stricken. Wie heißt das? Seine Fühler auszustrecken. Ihr wisst, was ich jetzt sagen will. Aber ja, das fand ich wirklich sehr interessant und an dieser Stelle war es auch wirklich gut recherchiert. Deshalb denke ich, dass Heidi Rehn als Autorin im historischen Bereich auch wirklich zu empfehlen ist und natürlich ist das Cover wirklich toll, ist es nicht so? Ja, das war mein Lesemonat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Wie gesagt, ich war oder bin immer noch im Stress, im Prüfungsstress. Deshalb kann es sein, dass ich nicht so heiter, fröhlich und nett wirke. Aber ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse deswegen. Und ja, im nächsten Video wird das hoffentlich nicht mehr so sein. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.